Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS2 also unterwegs beim Real Farmer Projekt. Ja, wir werden heute weiterwenden. Ich hoffe mal, dass wir das heute schaffen. Könnte ein bisschen knapp werden, aber ich hoffe jetzt endlich mal, dass wir das heute schaffen. Genau. Ja, euch erstmal auch noch einen schönen Wochenstart. Heute ist ja schon wieder Montag. Ja, ich habe jetzt diese Woche Berufsschule. Was heißt das jetzt? Ich werde öfters live sein. Abends. Wahrscheinlich heute sogar schon. Heute Abend ab 19, 20 Uhr irgendwie so. Genau kann ich euch noch nicht sagen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne auf meinen Community Discord Server vorbeischauen. Dort werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neuer Stream oder ein neues Video online ist. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie mein Instagram-Account. Dort poste ich auch immer in die Story, wenn ich live bin. Einfach, dass ihr da nichts verpasst. Genau. Dann düsen wir mal hier. Ja, ich hoffe jetzt echt, dass wir jetzt das Feld schaffen. Wenden. Dass wir dann im nächsten Video anfangen können mit Schwadern. Und dann, dass wir entweder Ballen pressen können oder das so lose einsammeln. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das am besten mache. Ja, da muss ich mal schauen, weil das Silo haben wir leider verdichtet. Deswegen muss ich da mal schauen, wie wir das am besten machen. Genau. Ansonsten wegen ETS gibt es jetzt so keine Neuigkeiten. Wegen LS, da schauen wir kurz mal, weil das Update ist schon da. Da gibt es einen neuen Fendt-Drescher. Genauso wie den Drescher gibt es jetzt neu. Weil ich musste so eine komplett kleine Datei gerade runterladen. Und anscheinend ist das Update schon da. Was kam noch dazu? Ich überlege gerade ein Güllefass. Wir schauen Güllefässer. Da müsste auch ein neues dabei sein. Ziemlich großes. Weiß ich jetzt nicht genau. Was war denn noch dabei? Es waren Dings noch dabei. Ein Anhänger. Den weiß ich auf jeden Fall, wie er ausgeschaut hat. Aber hä? Kann man da... Nee, hä? Also die Drescher sind neu, aber da gab es noch einen Anhänger. Aber der schaut... Also die Drescher sind ja da. Das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Sind die Drescher schon standardmäßig drinnen gewesen? Weil eigentlich ist der Fendt-Drescher dazu gekommen und der Drescher. Und dann, was ist noch dazu gekommen? Dann ist, ich bin gerade am überlegen. Pflanzenschutz nicht. Irgend so ein Fahrzeug ist noch dazugekommen. Aber ich weiß gerade nicht, welches ist das Ding. Da auch nichts. Nee. Also ich weiß nicht, ob jetzt das Update schon komplett da ist. Außer ich bin gerade lost. Kann er natürlich auch sein. Aber... LKWs vielleicht? Nee. Traktoren sind jetzt keine mit dazugekommen. Nee, da muss das da eigentlich. Überladewagen vielleicht? Nee. Also einen Hänger, das weiß ich noch sicher. Und Güllefass müsste es eigentlich auch noch geben. Aber anscheinend keine Ahnung, ich weiß nicht. Entweder ist es... Weil das war jetzt auch so ein kurzes Update, da habe ich eigentlich nichts runtergeladen, muss ich sagen. Das hat komplett schnell durchgeladen. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht bloß ein Bug von LS oder so. Dass die eben... Oder das ist so gewollt, dass Dateien schon eher da sind, weil der Fendt-Drescher und der andere Drescher, die sind auf jeden Fall da. Und die gab es jetzt auch zu den Updates, soweit ich weiß. Aber es ist noch keine Ankündigung per Discord oder so von LS gekommen, dass jetzt das Update draußen wäre, deswegen, das ist ein bisschen komisch. Aber ich hatte ein kleines Update. Okay, komisch.
Anscheinend ist das Update noch nicht so ganz da. Irgendwie meine Drescher sind schon da jetzt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es von euch ist. Vielleicht habt ihr schon alle Sachen. Vielleicht habt ihr ja noch gar nichts, keine Ahnung. Ja, ich nehme das Video jetzt zum Sonntag auf. Also Sonntagnachmittag hatte ich das kleine Update. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon hatte. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Drescher schon mal, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wie gesagt. Ja, das Update, denke ich mal, kommt jetzt diese Woche. Vielleicht ist, wenn ihr das Video seht, auch schon komplett draußen, das Update. Wobei ich eher nicht glaube, dass LS das am Montag veröffentlicht. Keine Ahnung, muss ich, oder müssen wir mal abwarten. Aber der Drescher, also entweder bin ich gerade richtig doof, aber die Drescher waren doch mit dem Update dabei, eigentlich. Wartet kurz. Dass ich nicht ganz doof bin, ich schaue kurz auf mein Handy. Aber normalerweise waren doch die beim Dings dabei. Beim Update. Außer ich bin jetzt komplett doof und verwechsel da gerade irgendwas, aber normalerweise nicht. Neuigkeit. So. Ja, genau. Also, wir schauen nochmal kurz. Ich habe jetzt die Seite da, eben. Das eine müsste... Ja, das war falsch. Also, das eine müsste auch ein Selbstfahrer sein, Dünge-Ding. Pflanzenschutz oder so. Gibt es da Düngetechnik? Diverse? Nee. Also, eins müsste noch ein... ich weiß gar nicht. Polger, warte mal. Polger, gibt's Polger überhaupt da schon? Nee, gibt's nicht. Okay. Komisch. Also, das ist schon mal nicht da. Dann gab's, ja, ach, komm. Dann gab's noch den, Fendt-Drescher. Der Fendt-Drescher, der ist bei mir schon da. Keine Ahnung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob er bei euch schon da ist. Also, der ist schon da. Und der ist da. Die waren beim Update mit dabei. Dann war noch ein Hänger dabei. Der ist anscheinend noch nicht da. Das ist ein Krampe-Hänger. Krampe ist der zurzeit da. Aber der müsste da irgendwie... Ja, so die Größe müsste der haben. Aber der ist noch nicht da. Keine Ahnung. Dann gibt es nochmal Düngetechnik. Spritzen oder so? Nee, Spritzen. Ja, weiß nicht, eventuell das da. Eventuell halt bloß. 4000, nee, das ist nicht das. Das ist 4500, aber 4000 müsste es eigentlich geben. Dann, ja, müsste es noch ein Güllefass geben, aber das gibt's auch noch nicht. Es müsste, das, nee, ein Vierachser Güllefass. Nee, gibt's auch nicht, hä? Hey. Okay, keine Ahnung, anscheinend hat da LS irgendwas, ja, nicht so richtig gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, ich habe die Sachen schon jetzt, den Fendt-Drescher, also die zwei Drescher habe ich schon, keine Ahnung. Müssen wir einfach abwarten, bis das Update dann komplett draußen ist, genau. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen ja nur um 16 Uhr. Und am Samstag bin ich dann auch noch immer zusätzlich live ab 20 Uhr. Ja, jetzt die Woche werde ich wieder öfters live sein, da ich wieder Berufsschule habe. Und da ist einfach da besser hinhaut. Ich muss da nicht immer nicht so früh aufstehen und deswegen kann ich eben abends länger streamen. Genau. So, jetzt haben wir ein bisschen zu viel in den Shop reingeschaut, muss ich sagen. Aber wir könnten es trotzdem schaffen. Wird zwar knapp, aber wir könnten es trotzdem schaffen. Oder wenn wir es nicht schaffen, dann werde ich einfach nach dem Video schnell noch fertig wenden. Dass wir das einfach fertig haben. Dass wir dann im nächsten Video anfangen können zu schwaden. Genau.
Ja, wie gesagt, ich hatte von LS jetzt ein ganz, ganz kleines Update. Also, es war eigentlich gefühlt gar nichts. Aber dadurch werden wahrscheinlich die Drescher hinzugekommen sein. Genau, aber ich glaube, das Update so offiziell ist noch nicht draußen. Sonst hätte LS das schon angekündigt noch. Aber ich habe dann nichts gesehen, dass LS irgendwas angekündigt hätte. Und am Wochenende das Update rausbringen wird auch gar keinen Sinn machen. Ich denke, jetzt die Woche, vielleicht morgen sogar schon, vielleicht Mittwoch oder so. Genau. Irgendwie sowas denke ich mal, dass das dann so rauskommt. Heute am Montag glaube ich noch nicht, dass das rausgekommen ist. Bei Montag, ich weiß nicht, ich glaube, das letzte haben sie am Dienst oder am Donnerstag sogar rausgebracht. Auf jeden Fall am Montag glaube ich eher nicht, dass sie es heute rausgebracht haben. Genau. Ansonsten, ja, wäre es halt dann so, dass sie es heute rausgebracht haben, aber normalerweise nicht. So, da, wir könnten das Feld echt noch im Video schaffen. Wobei, dann wird es wieder ein längeres Video, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht hier. Ne, wir fahren jetzt noch ein, zwei Bahnen. Und dann lassen wir es gut sein, den Rest mache ich dann nach dem Video. Dass wir das einfach ja, dann fertig haben. Genau. Dass wir dann im nächsten Video dann mal wieder was anderes machen. Wir wenden jetzt auch schon wieder drei Videos lang oder so. Deswegen wird es jetzt mal wieder Zeit für eine Abwechslung. Und deswegen mache ich das dann nach dem Video noch fertig. Und dann können wir im nächsten Video anfangen zu schwaden. Mit Schwaden müsste es sowieso schneller gehen eigentlich. Da haben wir einen großen, ja, einen größeren Schwader. Da sollte es eigentlich noch schneller gehen. Genau. So, ja, wir fahren jetzt einmal noch hinter, also komplett die Bahn noch fertig und dann noch einmal vor und dann lassen wir es gut sein. Dann haben wir es sowieso eigentlich schon fast geschafft, das Feld. Viel fehlt ja nicht, jetzt nicht mehr. Deswegen passt es sowieso. So, da. Dann fahren wir jetzt noch einmal vor. Und dann lassen wir es gut sein. Ja, wegen dem Update, LS-Update. Anscheinend ist es verbuggt gewesen oder so gewollt, keine Ahnung, aber so gewollt glaube ich eher fast nicht. Weil sonst hätte LS das angekündigt. Aber so, ich habe gar keine Ankündigung von LS gesehen, dass jetzt der Patch rausgekommen wäre. Deswegen denke ich mal, ist es bloß irgendwie ein Fehler gewesen von LS. Und das sollte eigentlich noch gar nicht veröffentlicht werden. Genau. So, dann fahren wir da noch fertig. Dann, das sind jetzt sowieso bloß mehr drei Bahnen, wo ich da fahren muss. Genau. So, da. Haben wir es gleich geschafft hier. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, war's es jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend ab 19:20 Uhr im Stream. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.